Ja, hallo liebe KiCad-Nutzer, hier ein kurzes Video, warum wir in KiCad PowerFlex benötigen. Oftmals stößt man als Einsteiger auf die Problematik, dass wenn man hier einen DAC-Check durchführt, diese Fehlermeldungen auftauchen und dann nach einem PowerFlag gefragt wird. Ich lösche hier mal beispielhaft diesen PowerFlag weg, lass mal den DAC-Check laufen. Ich habe hier noch ein paar andere Fehler drin, die ich noch beseitigen muss, in einem nächsten Tutorial hier schon eingebaut. Und wenn ich den jetzt starte, sehen wir also hier einen grünen Verbindungsfile, der uns anzeigt, dass dieses Netz hier nicht verbunden ist über eine Spannungsversorgung. Woher kommt das? KiCad, oder ich muss KiCad mitteilen, da ich ja hier auf dieser Schaltung keine Spannungsversorgung habe, sondern meine Spannungsversorgung, hier in dem Fall die 24 Volt, kommen über diese Steckverbinder. So, diese Steckverbinder sind aber mit ihren Pins nicht als Spannungsausgänge definiert, sondern sehr wahrscheinlich als bidirektionale Ein- und Ausgänge als für diesen Connector. Damit kann KiCad nicht erkennen, ob dies jetzt hier eine Spannungsversorgung ist und diese Spannungsversorgung hier für dieses Board, für diesen Step-Down-Converter richtig angeschlossen ist. Und deshalb fragt er dann im Rahmen eines Fehlers nach, hey Leute, habt ihr das hier richtig angeschlossen? Ich muss ihm jetzt im Prinzip mitteilen, indem ich jetzt hier mal mit der Taste C dieses PowerFlag kopiere. Ich könnte es auch über die... Bibliothek aufrufen und ich setze das mal hier unten wieder dran. Drehen mit der Taste R. Ich komme auch hier über diesen Button Spannungsquelle hinzufügen zu diesem PowerFlex. Ich habe jetzt also hiermit KiCad mitgeteilt, dass dieser Pin für mich sicher geprüft ist und hier darüber die 24 Volt bzw. hier auf der Unterseite eben dann der Pin 1 mit Ground verbunden sind und ich hier über diese Pins die Spannung meine Stromversorgung hinzufüge, führe an das ganze, an die ganze Schaltung. Ja, damit ist KiCad zufrieden und ich war gezwungen, auch hier nochmal zu prüfen, dass ich richtig verdrahtet habe. Ich lasse den DAC-Check nochmal laufen und wir sehen hier hinten, der Fehlerpin verschwindet. Dieser grüne Fehler, dass hier dieses Groundnetz nicht verbunden ist. Das muss ich also immer machen, wenn ich hier Pins habe, die nicht als Spannungsausgänge definiert sind. Hier hinter diesem Bauteil wird er nicht meckern, weil ich habe hier im Bauteil bei diesem Bauteil, als ich es erstellt habe, diese beiden Pins als Spannungsausgänge definiert. In den Einstellungen für die Pins hatte ich in einem anderen Tutorial schon mal gezeigt. Und damit weiß KiCad, hier kommt also Spannung raus, das ist für ihn eine Spannungsversorgung, dann fragt er auch nicht nochmal nach dem PowerFlag nach. Wie gesagt, beim Pin 1 bzw. 4 hier an diesem Connector, die hier an Ground und 24 Volt angeschlossen sind, weiß er es nicht, deshalb fragt er und darum setzen wir hier das PowerFlag. Dankeschön für die Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Schaltbandzeichnen.